Ja. So, einen wunderschönen guten Abend. Servus, grüß Gott. Meine Lieben, wir sind wieder zurück. Wir sind bei Scum. Heute Abend mal wieder unterwegs. So schaut's aus. Mal wieder checken, ob alles da ist. Mich höre ich? Ja, gut. Skiffy. Wird wahrscheinlich heute auch noch reinschauen. Ja. Er ist halt noch ein bisschen unterwegs. Ne? Und ja, wir sind da und ich möchte mich ganz herzlich bei euch oder bei einem Zuschauer bedanken, Niki Pawelczyk. Herzlichen Dank an dich für diesen Tipp, den du uns gegeben hast bezüglich der Reparatur an der Fahne. Wir haben das ausgetestet. Mit dem Reparaturkit kann man tatsächlich alles auf einmal reparieren und muss nicht einzeln durchgehen. Herzlichen Dank an dich für diesen Tipp. Das war sehr ertragreich. Das haben wir gleich mal ausprobiert, ob es da wirklich klappt. Wir haben es jetzt nicht in Bild und Ton verfasst, weil wir wollten uns nicht dümmer anstellen, als wir wahrscheinlich sind. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das mal ohne euch. Haben wir aber gemacht. Es hat tatsächlich aber funktioniert. Also, wir haben uns am Anfang aber das mal angestellt. Du hast recht, genau. Ja, und dann möchte ich noch einen kleinen Dank an Jagdbetrieb loswerden. Das müssen wir auch gleich noch mit reinnehmen. An Jagdbetrieb. Ja, neue Follower, herzlichen Dank an dich. Schön, dass du dabei bist künftig hier bei Twitch und uns hier verfolgen wirst. Herzlichen Dank an dein Follow. So. Jo, danke. Jetzt haben wir quasi das Amtliche durch. Jetzt kommen wir endlich mal zum Spielen. So, nachdem meine Axt jetzt weg ist, brauche ich jetzt wirklich anders. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man Äxte macht. Du, das ist schon so lange wieder her. Gab es da sogar. Langer Holzstock, ein Seil. Ein Seil ist da, Steine brauchst. Das habe ich. Ich habe auch schon so einen Kloben da, so ein für das vordere Teil, das habe ich schon bastelt. Hast du in der Verkaufsbox geschaut, ob es da vielleicht eine. Ich gucke gerade nur nach Seil. Seil habe ich hier. Das war bloß noch ein Stab, ein Stäble. Ja. Nicht wundern, ich habe mich nur ein bisschen entkleidet, weil mir ziemlich warm war. Du hast dich entkleidet. Passend zu den Temperaturen draußen. Du spielst ja mit Mädels, gell? Ja, ich muss mal so beiläufig mal mitteilen. Ich bin wenig nur dran. So. Eine große Streitaxt, nee, Steinaxt. Streitaxt, ja. Streitaxt. So. Ich sei gebastelt. Oh, steht's da eine. Jetzt haben wir wieder eine. Das dahin. Das. Die Seife. Was will ich denn mit der Seife eigentlich hier? Macht er. Jo. Ja, ich würde mal sagen, wir warten jetzt nur auf unseren Skiffy, wenn er noch kommt. Hm? Und wenn der da ist, würde ich sagen, machen wir uns in ein Dorf oder so, weil wir brauchen gesagt. Ja wieder ein paar Wochen. Ja, mal genug bastelt. Denke ich auch. Machen wir da was anderes tun. Geht's ausbauen beim nächsten Mal weiter. Mhm. Ja, vor allem brauchen wir wieder Essen und so, gell? Da müssen wir auch mal wieder ein bisschen Hand anlegen. So, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen Bäumle machen. Ich schnapp hier gleich den Baum nebenan. Kann man denn da fällen, ha? Und sicher ein großes Ding runter. Mir ist ziemlich kalt. Erst ist mir zu warm, jetzt ist mir zu kalt. Wie man es macht. Ah, da kommt jetzt sicher viel raus. Hast du jetzt keinen Platz mehr oder was in der Rucksack? Schade, so ist abgelegt, der Rucksäckle. Jetzt hat sie wieder Plätzle. Ja, boah. Genau, wir brauchen auch Fahrzeugteile. Müssen wir gucken, ob der Golf noch da ist. Hm. Dass wir drei Autos haben. Hast du zufällig Platz noch in deinem Range Rover? Ja. Ah, eigentlich ist es wurscht, die kann sie ja tragen.
Hab ich. So weit ist es jetzt nicht. Entweder du fährst zu meinem Fahrzeug oder. Warum soll ich kommen oder was? Ja, da liegen nur drei, aber drei Bäume und ein Dings, das ist so. Jetzt nicht wirklich aus. Ich bring dir mal die Stämme. Ja, ich sammle hier gerade auch noch ein. Achso, ich brauche sie hier oben auch. I'm sorry. Alles gut. Müssen wir dann wegen Metall schauen. Schauen wir dann einmal, wenn wir das dann wieder aufrüsten, wie viel Metall das wir brauchen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir als nächstes dann brauchen, ob es wirklich Metall ist, ne? Ich glaube schon. Irgendwann kommen Backsteine und Ziegel und so Zeug. Ja. Das Spiel. Brauchen wir so viel wirklich. Ja, ja. Du meinst insgesamt, ob wir es überhaupt so hoch rüsten ja. wollen? Jo. Das macht ja auch Laune. Ah, ist das falsch? Das ist doch nichts. Da habe ich noch ein Stück. Zweig. Wie geht's jetzt? Da, wie geht das sich aus? Ach, ich muss meinen Begrüßungstext, den ich noch ändern müssen. Ja, mal Ach. Gucken. Müssen wir ihn hinzufügen nachher noch. Das Kiffi, wenn er noch hinzukommt. Mhm. Hey! Bin ich soweit. Sehr cool. Da kann man sich etwas updaten sollen heute Morgen. Naja, das habe ich beim letzten Mal einmal gehabt, gell? Da gewittert schon wieder hier bei uns. Geht schon wieder los. Das ganze Was ist gewittert? Ja, es geht schon wieder los hier. Echt? Bei uns was geht dann in der Nacht. Wobei in der Nacht finde ich es cool, wenn es ein bisschen regnet und ja, kühlt. Sofern es kein Unwetter ist, so wie der letzte mit dem Hagel, wenn sein Auto kaputt ist. Echt, ist eigentlich Auto kaputt gegangen. Ja, das war meine Frau, das ist ziemlich verteilt. Habt ihr keine Puppe-Garage oder so? Nee, leider nur eine. Große nee. Steht drin, aber der kleine hat da keinen Platz. Er muss ihn zusammenfalten. Ja, wir versuchen das, aber passt nicht. Du, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Naja. Ah, jetzt habe ich vergessen, Dings mitnehmen, meine Güte. Hä? Wo ist denn der Baumstamm hin? Ich weiß nicht, wo ist er hin? Wo hat's denn den abgeschmissen? Hat's den unter Lunde geworfen oder ist er durchgeflitscht? Sowas. Na dann, kann man auch mal machen. So. So. Ja, zum Händler müssen wir mal nochmal. Ja, aber haben wir da schon genug? Zumindest das Geduld, mal ein bisschen was verkaufen. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir da ein bisschen Ordnung jetzt reinbringen. Was wir verkaufen wollen und. Mal eine Verkaufskiste oder sowas mal machen. Immer außen ein wenig hinstellt, dass man sich immer gleich ins Auto räumen kann. Ich denke, wir räumen erst mal ins Auto ein, wenn wir es direkt verkaufen fahren. Dann sind die Autos wieder weg. Ach ja. Also, ich denke, du zur Kiste reinstößt oder die Sachen einzeln reinstößt. Ich würd eher Kisten machen, weil die Kisten sind nicht so schnell weg. Und bevor wir rausgehen, dann die Kisten ins Auto stellen und fertig. Ja, das meine ich. Aus den Kisten also. dann erst ins Auto, wenn wir es mit dem Auto dann abfahren. Mhm. Das meine ich ja, so ein, zwei Kisten auf der Veranda oder so. Mhm. Das war meine Idee. Das kann man machen. Fahren wir denn hin? Mal zwei, drei Städte. Ich weiß nicht. Da gibt es doch auch nur so ganz spezielle Schichten. Junge, ja gut, Antibiotikum und so. Das ist bei B0. Irgendwann müssen wir immer ein bisschen Ausflügele machen hier. Ein bisschen mehr. Mal die Karte ein bisschen erkunden.
Ja. Wenn wir alle ein Auto haben. Ja. Deswegen würde ich jetzt einmal dann mal schauen, dass wir irgendwie da rundherum noch ein bisschen schauen, wo wir vielleicht ein Auto finden. Aber wenn wir sagen, wir gehen in die Stadt nur mal. Wir hätten ja eins oben. Ja, aber wenn der Server immer wieder neu gestartet wird, weißt du, das ist ja... Ja, aber ich glaube, wenn es dann so wäre, sind auch unsere Autos weg. So wie ich das jetzt gerade festgestellt habe. Eigentlich nicht. Ja, das wird schon wieder ganz schön schwer. Naja, meine aber auch gerade, weiß ich nicht. Jetzt gerade auch so schwer. Schwere Arbeit. War ja gar kein Stamm mehr. Hm? War ja dünner da und nach unten bei mir mal. Was wollen wir jetzt noch? Seile. Seile fallen da noch ganz schön viele. Das muss ruhen. Stimme ausruhen. Gut, Stimme muss ausruhen. So, ich glaube, dass wir wieder. Dings. Oder warte mal, sonst mache ich gleich. Ach, warte mal. Ich habe eine bessere Idee zum Ausruhen. Hinsetzen. Ich hab doch da was Feines. Mann, dein Bett. Ajo. Kaum liegt sie hin, muss sie pieseln. Du bist ja, die Helden sind ja echt. Jetzt fällt es da, dass du pieseln musst. So, warte mal. Ja. Alles gut. Jetzt hat. Willst du mich eigentlich verarschen, okay? Wie viel kann man denn auf einmal aufrüsten, sagen wir mal? Ich glaub, beliebig, oder? Du musst erst ein Stück gebaut haben, bevor das nächste macht, das weiß ich. Ja, deswegen frage ich nämlich gerade, weil. Wie schaut meine Axt aus? Nicht, dass ich es auch zerstöre. Hm. So, aber Äxte kann man ja auch reparieren, oder? Ich meine schon, ja. Spätestens mit so einem Werkzeugkoffer da. So, ja, wie oben haben wir jetzt angefangen. Mhm. Da haben wir jetzt ganz schön viel zum Aufrüsten. Ja, da waren wir noch nicht so weit. Jetzt unten haben wir es bald. Jetzt werden wir so die Wände. Das macht ja nichts, man kann sich ja schon mal anzeichnen, was man alles noch braucht. Ja, genau, soweit es geht halt. Weil die Treppe müssen wir auch noch machen. Ja, es hört nicht auf hier. Macht ja nichts. Aber so muss das sein. So macht es ja auch Spaß. Mhm. Wenn man hier mal was zu tun hat. So. Wird wohl heute gar nichts. Na, das wird ja nicht. Weil der jetzt noch wird verifiziert. Mhm. Haben wir so einen Reparaturstein oder irgend so, so einen Schleifstein? Brauchst du einen Schleifstein für die Axt?
Das kann sehr. Ich dachte, das Spiel jetzt. Ich glaube, wir haben eins, ja. Wir haben, glaube ich, einen. Doch noch nicht mal starten, solange der nicht komplett durch ist. Er ist doch langsam scheiße mit euch. Nee, abbrechen. Da war eh nur eine Axt. Hast du eine gefunden? Waffen. Bei Waffen ist eine Axt unten drinnen. Echt? Ja. Ach, guck. Ach, guck. Ich guck ein da noch. Das macht ja, ich hab jetzt mal Äxtle. Macht, selber baut. Eine kleine Werkzeugkiste gehe jetzt einmal. So Dings, wie heißt das noch hinten? So, warte mal, da geht das so. Na. Ich gehe einmal da zu der Drehbank. Ja, der Drehbank könnte auch funktionieren. Naja, ich gehe mit dem Werkzeugkoffer zur Drehbank. Schauen wir mal. Oh, aber das Blöde. Stehen nicht hier drin? Wo sind die gestanden? In dem Räumle hier? Nee, ach, ich dachte, hier wäre eine gewesen. Ich dachte, die wäre hier. Hat eine Drehbank hier irgendwo gehabt? Muss ich doch nicht. Ich dachte auch, dass wir eine gehabt hätten. Arsch rechts, oder? In dem Gebäude? Wo war ich drinnen? Da ist keine drin. Ich dachte eigentlich auch, dass wir eine gehabt hätten. Dann wohl doch nicht. Deswegen sind wir extra daher. Ja. Weil wir gesagt haben, da ist eine. Haben sie die uns geklaut? Anscheinend. Hier? Nee. Keine da. Es gibt sie nicht. Ja, dann muss ich dann einmal eine finden. Nächsten Ort dann. Schon was trinken gehen. So, was haben wir denn Gutes? Zum Trinken, ich hätte noch ein bisschen was, wenn du brauchst. Ja, ich hab da, Kühlschrank hat. Kühlschrank hat genug. Was ist denn das? Ach, Rindergulaschkonserve, die kann man nicht trinken, nee. Nö, aber falls du einen Hunger hast. Ein Orangensaft kann man trinken. Rein damit. Zwei Baumkronen habe ich da. Meine Fläschle wieder füllen gehen irgendwann. Bei mir zum Trinken finden wir genug. Das ja, stimmt. Schaut aber schon langsam cool aus. Ja, finde ich auch. So. Da rein. Die Zwischenbalken kann man auch noch übrigens gar aufrüsten. Naja, man kann uns viel aufrüsten. Nee. Dann sollten wir vielleicht, wenn wir unten schon alles fertig machen, dann. Oder willst du das nicht machen? Was denn? Weiter aufrüsten? Ja, unten. Die Querbalken da, diese Querträger. Ja, schön. Klar. Ja. Tja, weil ich habe herum jetzt einmal alles so weit, wie es geht, aufgerüstet. Also eingezeichnet mal. Eingezeichnet mal, ja. Trainingshose. So. Ups. Ich glaube, dass mir jetzt genau ASL fällt. So, jetzt möchte ich wieder Baumstämme, wenn es weitergeht. Seile brauchen wir auf jeden Fall auch viele wieder. Weil wenn wir dann wirklich nur Garagen dran bauen. Ja gut. Sind wir noch lange nicht fertig. Ich höre was. Das bin ich. Achso, das ist. Oh. Ja, ein Schreck gehabt. Bin ich. Ah, jetzt viel Blaupausen. Ja, jetzt haben wir an dem Punkt, ihr habt zu viel. Ah, irgendwann hat man zu viel. Ne? So, ja, mal schauen. Oh, was war das? Wo? Oh. Es hat gerade geschrien wie ein Bär. Wirklich? Ja. Wo warst du? Ich bin jetzt gerade vorgefahren im Wald.
davor. Ja. Ich hol die, weil. Es hat ziemlich geschrien. Ich probiere trotzdem mal den Baumstamm mir zu holen. Ja, ich hüfte, man sieht, das Gewehr schon genommen. Der Bärenfleisch war ja nicht schlecht. Ja. Also ich weiß, dass hier mal einer war, vor einer Zeit lang. Aber wo genau? Ich hab nix gehört jetzt. Hörst du? Na? Hat gerade wieder geschrien. Jetzt hat sich noch Vogel angehocht. Vogel? Ja, das ist ein Vogel, ja. Ja. Und da hat es gesagt, krölt und so, wow. Das jetzt gut da machen, ja. Jetzt habe ich es auch gehört, ja. Ja? Ja, jetzt macht er wieder. So, irgendwo ist da was. Aber vielleicht sollte man gar nicht triggern. Dann hätten wir aber Fleisch. Ja, oder der uns. Die Möglichkeit jetzt auch geben. Ja, aber wir sind mit Waffen ausgerüstet. Ich habe noch. Also Esel. Ein Esel? Ja. Was süß. Er liegt. Echt? Ja. Oh, jetzt hast du aber was triggert, oder? Ich schau grad. Sehen tue ich nix. Kommst du zu mir? Ja. Hier liegt er. Kann man einladen, oder? Kann man den im Ganzen? Boah, was war denn das? Kann man den im Ganzen einladen? Natürlich. Einzeln überziehen? Nein, den kannst du einzeln. Warte. Nee, ich muss ihn zerlegen. Ich krieg den so nicht rein. Ja, warte, dann mache ich nur die Haut runter. Na, ja. Hilft besser. Jetzt ist weg. Jetzt, da ist noch Haut. Und die kann ich nicht mitnehmen, aber da. Mhm. Da war genug, genug Fleisch. Oh, ein bisschen was. Aber das würde ich halt dann gleich jetzt legen. Nur den Kühlschrank am besten legen. Vielleicht kann man den ja hochtragen und dann direkt vor dem Kühlschrank legen oder so. Aber Bär, wie gesagt, sie geht's gar nicht. Nee, das wird der gewesen sein, der Esel. Da ist doch gerade eine Baumkrone gelegen. So. Brauchst Hilfe? Ich probiere mal. Ich zerleg mal. Gucken, was rauskommt. Wohl hungrig bin ich gerade nicht, aber
haben wir denn? Eseltorso. Keule? Ah. Mhm. Keule ist bestimmt nicht schlecht. Ja, aber. Boah, die sind schwer. 22,5 Kilo, so eine Keule. Ist ja wirklich? Ja. Ist dann fertig. Sind vier Keulen, ja klar, sind vier Füße. Und den Torso konnte ich noch gerade einpacken. Ich packe das mal in den Kühlschrank, oder? Mhm. Oder mach gleich was, dass wir dann für drei sowas haben. Ja. Dann machst du gleich wieder Fertigkeiten. Nein, alles will ich nicht öffnen. Na gut, das passt da gar nicht rein in den Kühlschrank. Wirklich? Ja, ja. Das ist schon das Problem. Nee. Ach, das ist. Hä? Bei der Gewichtsbeschränkung sind es gleich zwei Kühlschränke. Ach, das geht gar nicht in den Kühlschrank. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Muss man das noch mehr zerlegen, oder? Das geht wahrscheinlich nur in den normalen Schrank. Mhm. Da ist ein Baseballschläger. Liegt hier rum. Wirklich? 69%, meiner hat 40%. Okay. Aber meiner. Man hat bloß so ein Ding drumherum. Den kann man auch irgendwie reparieren, gell? Baseballschläger? Mhm. Dann ein Werkzeug. Quatsch, Werkzeug. Ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug haben wir genug da liegen. Ich muss jetzt mal die Axt auf Zeiten geben, nicht, dass ich die nur mehr verwende, weil. Sonst ist es kaputt. Wenn wir auch schon eine eigene Axt machen. Da gibt es noch irgendwo Steine da. Crafting. Was haben wir jetzt? Eselsteg. Eins. Tierknochen. Und ein schöner Tierfett. Ja, wie gesagt, ich weiß nur immer nicht, was man mit dem Fett machen kann. Nee, aber vielleicht kann man es ja verkaufen. Mhm. Ah, mit was repariere ich denn jetzt meine Axt? Und jetzt brauche ich noch. Ah, du hast noch so ein Stecken im Auto gehabt, gell? Achso, das sind Pfeile. Pfeile brauche ich nicht. Da ist einer. Aber der bringt mir wahrscheinlich nichts. Doch. Ja, das ist mit der Axt, da müssen wir noch warten. Also mit dem Schnellwerkzeugkiste geht's nicht. Um die Axt zu reparieren. Ja, du brauchst eine Drehbank oder so. Meist. Kleine Toolbox. Ne, gar nicht. Na gut, dann müssen wir auch mal auf die Suche gehen. Gefi, wie weit bist du? Eine Minute braucht er immer noch. Okay. Du kannst scheiß da, jetzt liegt der Bretter gerade. Sonst magst du das da aufrüsten. Das Auto ist voll mit Bretter übrigens. Mit Bretter oder mit Holzstämme? Holzstämme. Hier war Holzstämme und kleine also und Baumkronen voll. Ich wollte geschwind so einen Steg rausbraten. Ja, mach. Tu dir keinen Zwang. So ein Feuerzeug. Wo haben wir denn die Dinger? Aber probier mal, dass du ein bisschen mehr Zunder reingibst. Mehr Zunder? Mhm. Nehme ich Papier mit. Ja. Hätte ja jetzt nicht dabei. Nein. Mir hat's. Ich hab. So, mal. Dann schauen wir mal. Zünden. Schüren. Essen kochen. Fleischspieß.
Fleisch haben. Haben wir Salz und Pfeffer irgendwo? Ich glaube schon, dass wir sowas einmal gehabt haben. Wo ist das? Wo ist das? Könnten wir das haben? Ich weiß es gerade nicht. Aber irgendwo haben wir es gehabt. Kann das heißen, dass mal im Auto drin war, gell? Ich glaube, da habe ich das nicht letztens irgendwo noch gesehen. Schau mal in die Meetings. Irgendwo habe ich es gesehen. Apotheke, Verkauf, glaube ich, in der Kiste, die da unten steht. Da ist der nichts. Da ist nicht drinnen. Nee. Ich glaube, das hat man. Mayo. Mal... Nee, das hilft nicht. Salz, Pfeffer hätte er gern. Ja, vielleicht noch. Nee, ich glaube, das hatten wir mal. Das hat man tatsächlich mal in die Autos geparkt, die dann weg waren. Also gut, dann gibt's halt. Das Fleisch ohne Dings. So, dann muss hier das Fleisch rein. 19 Minuten. Ja, Standard. Mich würde ja echt interessieren, was man mit dem Dings mal anstellt. Mit dem Fett. Mhm. Und die Tierknochen kann man irgendwie auch nicht nutzen. Da kann man Knochennadeln craften. Ja, dann crafte ich eine Knochennadel. Ach, es ist ja warm, sind ja, ha? Am Feuer wird's warm. So. Rögst ist drinnen. Irgendwas muss man mit dem Fett anstellen können. Sind jetzt beide Tieren zu? Na. Ist genau das gleiche passiert, was dir letztens passiert. Echt? Ist. Ihr zurückgemacht und aufrüsten gedrückt. So, die zwei Spieße laufen. Perfekto, amigo. Was mache ich mit dem Torso, sag mal? Dem Eselstorso? Jetzt brauche ich Nägel auch noch. Das haben wir massig im hinteren Schrank, an dem einzelnen. Da haben wir Boxen voll. Boah, mhm. Viermal Eselsteg, cool. Oh, sehr gut. So, naja, ich mach da hier unten noch mal weiter noch. Mhm. Ja, ich koch dir weil. Du bist gehört. Genau. Du hast nur Baumstämme im Auto, hast du gesagt. Oder? Ja, noch voll davon. Ich glaube drei Bäume voll. Wir müssen jetzt dann einmal überlegen, was wir mit den ganzen Baumkronen machen. Die brauchst bestimmt für irgendwas hier noch. Einfach mal aufheben. Ja, jetzt haben wir aber dann bald keinen Platz mehr. Achso, dann müssen wir. Ja. Müssen wir mal die. Ja, was wir vielleicht mal anzeichnen könnten. Ist so ein Saat-Dingsbums. Um was anzubauen, das könnten wir vielleicht auch mal probieren. Mhm. Feuerschüren mit großer Menge Tierfett. Mhm. Ah, guck, mache ich das doch glatt. Wir haben ja genug davon. Ja, eben, hau ich da ein bisschen rein.
Komm, Spiel, jetzt lass mich doch endlich mal auf den Server. Stellt sich aber schon schwer an, das Spiel heute. Heute ist auf einmal hell geworden. Ich hab heute nur bei mir schlafende Schwierigkeiten. Das ist blöd. Nur, dass sie arbeitet, aber ich sehe kein Bild. Außer das schöne Stream da. Pff. Ja, ich hab's verstanden. Kann ich jetzt mal langsam das Spiel sehen? Sind ja andere Internetgames schneller als ihr. Ah, jetzt kommt ein bisschen Luft rein hier oben. Schön. Jetzt kommt hier oben Luft rein. Schön. Dürftig gekocht. Na, immerhin schon ein bisschen besser. Naja, schade an. Das hat man schon schlechter. Fleischspieß. Machen wir gleich den nächsten. Na, dann schüren wir einfach. Schüren wir, ja. Es passt nichts mehr rein. Klug schürt. Warte mal ganz kurz. Auch schon Fleisch? Scarlett Luna! Servus! Ja, ich hab's mal irgendwann geschafft. Sehr schön. Hast Hunger? Jetzt hab ich noch. Nee, 70%. Mega Eis. Jetzt soll ich mein Auto reparieren. Das geht ja auch mit dem Wagen hier, oder? Fahrzeugreparaturset. Ein Fahrzeugreparaturset, glaube ich, ja. Brauchen wir einen Wagenheber? Ich weiß es nicht. Repariere Dach. Kann es sein, dass du es für untere Teile wahrscheinlich brauchst. Das weiß ich aber nicht genau. Okay, dann musst du es einzeln reparieren. Du musst das Dach, die Türe, die Karosserie. Nein! Das wollte ich nicht, verdammt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Dann kann man das. Wir brauchen wieder Nadel und Faden, glaube ich. Wenn du was reparieren willst. Haben wir irgendwo zufällig. Was denn? Ein Wagenheber? Ja. Wo? Ich habe einen. Wo? Bei mir. Wo? Brauchst du ihn jetzt gleich, oder wie? Ja. Gut. Kommt mit dir unabsichtlich abgenommen. Hier.
habe immer einen Mann. Immer einen Mann? Ja, oder an der Frau. Immer einen an der Frau. Ja, sehr gescheit. Fahrzeugaufwärmen, überwarten. Ich werde ja noch der Fleischspieß-Profi. So, dann okay. Bringst wieder. Ja, bringst man wieder. Ja, aber das wird wahrscheinlich sein, weil du das Dings gewartet hast, weißt du? Gewartet, sage ich. Gedingst hab, ja. Angefeuert. Geschürt. Ich hau fett rein, das knallt. Das ist ja nicht, wenn ich es früher rausnehme, den Fleischspieß. Dann wird es wahrscheinlich nur Hose. Na gut, wenn er schon grün ist. Weiß ich nicht. Und der Batterie schaut nicht gut aus. Naja, von meinem nicht mehr, ne? Muss ich bald fahren. Was braucht man denn da unten überhaupt für Speed? Boah, ja, das. Was hast du denn hier gekillt? Ein Esel? Ja, wir haben einen Esel vorher erlegt. Ja. Haben wir irgendwo noch Stöcker rum am Fliegen? Ja, genügend. Entweder du nimmst da was aus meinem Auto raus. Ah. Oder. Also aus dem Leica eigentlich, nicht aus meinem. Entschuldigung. Mein Mistake. Oder sonst haben wir dort in diesen Dingen haben wir auch noch ganz viele so Baumkronen. So, jetzt komme ich gleich in zwei Feuerstellen. Das müssen ewig zwei gewesen sein. Wie viele Bäume hast denn du erlegt? Ich? Ich glaube drei oder vier. Und ich brauche wieder mal Schuhe übrigens. Was immer deine Schuhe verlierst. Das ist ein bisschen eine komische Welt hier. Ja, was immer deine Schuhe verlierst. Cool. Ein Spieß. Und weiter geht's. Ich habe hier an zwei Kochstellen Fleisch durch. Mhm. Wie spät ist denn eigentlich? Hast du schon mal geschaut? 21.48 Uhr. 21.48 Uhr, da sollten wir jetzt aber langsam mal los. Dann wird es bald dunkel. Reicht ja, das macht mir. Was ist denn los? Ich bin vollkommen. Du bist vollkommen, das sind Mädels immer. Hallo. 16, 10. 12 und 12, okay. Ja, schön wieder an. Ja, fahren dann nachher nochmal in die kleine Stadt da vorne, oder? Warum kann ich mich jetzt nicht wieder drehen, sondern nur hin und her laufen? Guck mal, Tab und noch mehr Tab. Oder hast du die Alt-Taste vielleicht irgendwie? Wollte mir eigentlich nur eine Axt mal jetzt. Du brauchst eine Axt, Skiffy. Ich hab doch alles verloren. Was hast du alles verloren? Ich hab mich schon mit dem Flugzeug in den Tod gejagt. Achso, ja. Stimmt, da war ja was. Warte, da wollten wir ja sagen, dass wir die nochmal
Hilfe anbieten. Was hast du denn gehabt? Oder was machst du? Schrotflinte. Ja, schau mal, was noch da ist, weil wir haben eh einiges. Mhm. Eine Axt haben wir zum Beispiel noch im Schrank liegen. Ja, ein Baseballknüppel liegt oben. Auf dem Bett, auf dem Sofa, in der Küche. Dann sollten wir mal überlegen. Ich hatte noch einen Rucksack mal irgendwann gehabt. Irgendwann mal. Dann könnten wir ja wieder, ja, Trint. Der Rucksack ist jetzt nicht das Thema. Was für einen Rucksack magst du denn, Skiffy? Schönen großen, oder? Oh ja, schön. Was habe ich denn gerade? Ein Tyron Wanderrucksack habe ich. Ich hatte auch irgendwas mit dem Bot. Ach, ich hatte so viel Kram und weiß nicht mehr, was ich alles hatte. Ich komme ja meistens viel zu mir. Sagt es, da liegt das Ding rum. Ach, da. Eins, dann. Skiffy. Was ist denn so eine Lieblingsfarbe von dir? Was? Was ist denn eine Lieblingsfarbe von dir? Eine Lieblingsfarbe? So? Ja, eher heller, eher dunkel, eher grün, Violett eher grau. Violett ist meine Lieblingsfarbe. Violett. Ich meine, der ist jetzt nicht groß, aber was hältst du denn von dem da? Da hinten. Hab ich gerade gesucht. Was hältst du denn von dem? Auch. Ja, nehme ich auch. Ich kann dann anderen auch geben, wenn der nicht gefällt. Ach, der ist in Ordnung. Na, Skiffy, du musst es wirklich sagen. Ist in Ordnung. Okay, ich hab mir gedacht, du bist der Verspielte. So, das ist der. Ich bin immer verspielt. Also, was brauchst du noch? Hatte ich bei dir eine Munition schon drin? Ich will es nicht drücken, das ist das Problem. Ja, sonst schauen wir halt einfach, dann rüsten wir uns aus. Machen wir die Waffen hier, ne? Müssen schauen, ja. Ich würde sagen, wir rüsten uns aus und gehen los, oder? Ja, ich mach den Fleischspieß noch fertig. Also wenn jemand Hunger hat, ich habe ja 6 Fleischspieße rausgekocht. Oh, schade, ja, passt nicht in den Rucksack, die Schrotflinte. Achso, ja, warte, Skiffy, das... Gib mir mal einen Scheide. Der war aber cool, oder Skiffy? Der ist schon cool. Ja, war schön. Warte. Schön ist halt nicht immer praktisch. Kaliber 9,33. Lieber 300, aber was brauche ich nochmal für dich? Du kriegst zu Ohren. Schau her. Der müsste größer sein. 10 Minuten. So. Darauf muss ich. Das ist nur 460. Schalala. Kaliber 12. Okay. Du siehst, ich packe mal die Äxte ein zum Reparieren. Die waren bei Waffen drinnen. Was können wir noch? Soll ich alles einmal ein bisschen die mitnehmen? Die M19 war die 45er, ne? Ja, ich nehme einmal alle Waffen mit zum Reparieren. Ha? Manche in der Werkstatt irgendwie. Kaliber 38, Leuchtpistole.
keine 45er mehr, oder waren es 44er? Du müsstest auf Untersuchen gehen, dann steht es meistens dort. Eine gelegentliche Selbstmann. Es gibt ja nicht Schrecken, ich nehme einfach mal gerade alle Waffen raus, gell? Ich glaube, ich habe meine ja schon eingepackt. Achso. 45er, doch. 38, 9. Mir ist ziemlich warm. Wenn du einmal am Feuer rumstaust. So, ich mache jetzt dann noch viele Pfeile, dass ich den mitnehmen kann. Jetzt sind wir bei Dunkelheit unterwegs dann, oder? Ja, ist doch egal. Wisst ihr, wir hatten doch noch 45er, oder haben wir die jetzt nicht mehr? Boah, keine Ahnung. Ich muss in die Schränke gucken. Und da könnte was drin sein. Eigentlich haben wir da alles drin, was wir so haben. Brechstange. Ja, Panzerfaust. Genau. Das ist ja so geil. Brechstange. Panzerfaust. 45er hab nur ich immer recht viel, wenn ich auch 45er hab. 9mm wäre eine Alternative. Hobby. Okay. Glaube ich. Warte mal, da ist die Peace-Dings. Die wollte eigentlich. Nadel und Faden, Nagel haben wir auch. Ja, das ist im Allerlei drinnen. Sehe ich gerade nämlich, dass meine ja, das brauche ich auch. 38er hätte ich da zum Beispiel. 70er, 20. Das ist vom Hunter. So. Also noch vom Hunter, das muss zurück. Meine 7 Sachen mal reparieren. Ah. Im 9. Nee, das klappt ja. Was klappt? Ich habe mich erinnern lassen, wenn das Essen fertig ist, kann man einen Alarm einstellen. Echt? Vor dem geht die Welt zugrunde. Immer 45. So. Jetzt machen wir hier das Feuerleiner aus. Willst du dann mal schauen, was wir fürs nächste Level zum Aufrüsten brauchen? Kann ich probieren. Hm? So, Hunter-Munition, mal 22er Kaliber hätte ich auch noch. Wir brauchen Hunter braucht Bolzen, Schrott und Werkzeug. Bolzen, Schrott und Werkzeug, naja. Wenn ihr noch irgendwas habt, was wir mitnehmen sollen, dann sagt es bitte. Zum Reparieren. Ja, wenn ich mich gerade durchsuchen, ob ich hier irgendwo was finde. Ups. Ja, ich hab sonst, wie gesagt, sonst schaust du in mein Auto, da habe ich jetzt gerade einiges reingeräumt an Waffen und Munition. Damit wir das reparieren können. Siehst Werkzeug, Waffenreparatursets gibt es ja auch selber, oder? Mhm. Ja, muss das geben, ja. Ah, nee. Das Auto von dir steht ja da. Hm. Nehmen wir auch mal so eine Toolbox mit. Weapon Parts. Oh, die Seife, die ist bei der Apotheke, gell? Die Seife. Obwohl, Seife könnten wir mal wieder unser Zeugs putzen, da müssen wir schon wieder ein bisschen was einsammeln. So, Tierfett. Hat jetzt jemand Hunger? Ja, ich. Was? Nee, stopp mir. Nee, du hast nur Waffen. Ja, was braucht die denn? Hier. Habt ihr was hingelegt? Warte. Danke. 90 Jahrhundert. Die braucht Kaliber 38. Ich glaube, die habe ich gefunden. Dann nehmen wir die. Fertig. 38er Munition hätte ich auch noch hier. Mhm. Das ist der Revolver. Nehmen wir den. Zack. Und 22er hätte ich ja. Was ist bei dir? 22er habe ich bei mir, ja. Warte, was habe ich gerade gesagt? Was brauchst du? 22er und 38er.
38er Kaliber, genau. 38er hätte ich, wie gesagt, bei mir. Schwarze Kugelstück, die habe ich im Drin auch irgendwo gefunden. Ja, ich habe die silbernen 38er, keine Ahnung, wie das dir das was bringt. 38er Waffen. Ja, ich mache jetzt einmal gleich mal genügend Pfeile für mich. Dass ich die dann ins Auto legen kann. Ja. So, was nehmen wir dann mit? Ich mit. So, stoppe das. Verbände, so, die Schachteln. Was haben wir hier? Okay. So, Max kann ich später auch noch machen. Du brauchst jetzt die Munition. Hab ich schon. Schau her, Meskifi, da ist eine Sondermunition. 22er müsste das sein. 38er. Nur mehr 22er brauchst du nicht, hast du gesagt, gell? 38er. Ja, habe ich da hergelegt. Wie denn hier? Siehst du das? Ja, jetzt habe ich so. So. So, jetzt habe ich nur noch keine Axt dabei. So, seid ihr schon am Umrüsten? Ja, wir sind schon relativ weit sogar. Naja, ich bin ja mal gespannt. Achso, Bett, wie ging das nochmal? Was hast du eigentlich mit Bett machen? Du kannst eins bauen. Wenn du hochgehst, du siehst unsere Betten. Und da ist dann, also wenn du die Treppe hochgehst, dann ist es jetzt ein Franco sein Bett, dann ist die Treppe, dann kommt mein dein Bett dort hinstellen und dann kommt meins. Warte. So, also ein Bett habe ich hier, ja. Mit einem Schrank. Nein, das ist ein Franco sein, wenn du hochgehst, das erste. Ja, und oben unterm Dach? Du kannst da hoch unter das Dach, oder da was? Dach, aber wie kann man das Bett denn craften? Du gehst auf Crafting. Ah, Crafting, gut. Stützpunkt, Ost. Bau. Und dann ist allgemeine Stützpunkt, Bauelemente, Flaggen, modulare Bauelemente und allgemeine Stützpunkt, allgemeine, da haben wir's. Bau. Und ist ganz unten neben dem Lampignon. Da gibt es ein unteres Bett. Brauchen wir denn dafür alles? Kannst du dir da mal mit F mal hinsetzen, dann siehst du, was du brauchst. So, das wird so aufgebaut. Okay. Ich gehe unterm Dach. Ist eigentlich noch was drin in meinem Auto? Ich hab nichts geklaut. Alles raus? Ich verzieh mich unterm Dach. Das wird ja nicht mit dem Messer. Mach jetzt. Aber bei Dunkelheit losziehen? Das ist cool. Darf man gerade. Okay. Okay, 4 Stoffe, die haben wir aber auch, ne? Dann müssten wir irgendwo haben, ja. In allerlei Schrank, glaube ich. 4 Stoffe. Federn haben wir, glaube ich, gar keine. Aha. Boah, das ist alles blau hier oben. Okay, haben wir Nägel? Ja, cool. Auch genügend. Werkzeuge? Nee. Na, Nägel fahren, wenn du die Treppe runtergehst, rechts. In die Treppe? Welche Treppe? Ich bin jetzt ganz unten im Erdgeschoss. Dann hinten bei der Tür. Der einzelne Schrank. Ach, der hier, okay. Auch eigentlich immer einen Tierhautköcher? Nö. Für besseren Schutz. Weil wir haben jetzt so eine Tierhaut. Benzin. Gas. Schraubenzieher. Egal. Ich kann das nochmal F, glaube ich, bauen, ne? Ich verziehe mich dann ins nach oben. Lebe unter dem Dach. Vier Stücke. Ein Stück ist genug da.
Ja, die habe ich, hast du draußen, habe ich die gesehen. Da rein. So. Hier waren mal eben welche am Liegen, aber die liegen hier nicht mehr. Was brauchst du? Da. Böcker. Da schau her. Wie viel brauchst du? Hier. Reichen die dir? Mit Sicherheit gleich, guck ich mal, ich bring mal irgendwas hoch, komm gleich wieder. Aber hoch, ich tu die Axt mal weg. Ich glaube, die brauchen wir im Ort nicht, ne? Hat jemand, haben wir ein Messer zufällig? Ja. Hab ich. Das soll was machen. Das sollte man eins craften. Für den Ort, falls man was zerlegen muss. Jeder. So ist aber echt finster. Krieg ich ja Angst. Skiffy, wo müssen wir hin? Hm? Ganz hoch hast du jetzt gebaut. Ich bin ganz oben. Eine Baumkrone brauchst du auch noch. Und lange Stücke, nicht kurze, gell? Nicht lange. Federn haben wir hier jetzt nicht drin, ne? Keine Ahnung. Ich geh mal gucken, ob noch irgendwo was versteckt ist. Federn? Ja. Haben wir, glaube ich, keine mehr. Na gut, dann wird es ein längeres Projekt auch fertig. Ah, die finden wir im Ort. Ja. Wollen wir losziehen? Hätte ich gesagt. Warte mal, eben noch zwei Knochen. Die Knochen haben wir da reingesteckt. So, dann. Wartet jetzt mal, ich muss mal irgendwas essen. Hast du noch was? Ja, ja, ich hatte noch was hier. Ich gehe schon in den Kühlschrank. Da habe ich die Fleischdinger drin. Mal gucken, ob ich ein Auto jetzt mal finde für mich. Was am Skiffy? Kann ich machen, ja. Da war das Hühnchen. Oh nein, was liegt da? Da ist der Eselskopf. Geh ein neues Licht hier an. Ich glaube, ich habe jetzt genug gegessen. F, oder? Na, da steckst du aus. Stimmt. Stimmt. So, hier fahren wir wenigstens sicher. So, ab dafür. Eselkopf überfahren. Das passt. Aufpassen, ich stehe da bei der Brücke, gell? Auf der Gegenspur. Okay. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Leer gefahren? Nee. Wasser tanken? Ja. Ja, und deine Batterie ist ja bald schon wieder leer, ne? Ja, deswegen muss man es mal wieder ein bisschen leer. Oh, hier blitzt es jetzt richtig. Echt? Ja, bei uns hat es jetzt wieder ein bisschen eingekriegt. Ja, es kann sein, dass wir, als wir wieder nur so einen Ausläufer bekommen. Angelt der grad? Ich glaube, der holt sich Wasser. Mache ich jetzt aber auch schon. Keine so schlechte Idee, mache ich jetzt auch mal eben schnell. Ich hab sonst ein bisschen Wasser mit, wenn es ist. Mal gucken, was ich irgendwann was Gutes will. Boah, ich will immer Umschalttaste drücken. Meine Wasserflaschen füllen. Ja, hier wird's da alle Flaschen gefüllt. Oh, genau, der kommt da. Trinkt mal gleich noch einen Schluck da. Perfekt. Perfekt. Alle voll. 5 von 5, sehr gut. Was brauchen eigentlich eine Kisten? Weißt du das noch auswendig, so eine kleine? Oh. Nee. Das Auto, ja, gell? Das Auto. Ja, weil hätte ich sonst überlegt, dass ich die Sachen schnell reingebe. Was wir reparieren sollten, weil jetzt haben wir die Werkzeugkisten vergessen. Da werden wir sicher einige finden. Richtig. Hab du Deck? Wolltest du jetzt die Kiste mitnehmen? Ja, egal. Jetzt fahren wir schon mal. Voll!
Da will ich nicht sitzen. Es gibt zu jeder Waffe übrigens einen Reparatursätzige-Code. Für jede Waffe, oder? Ja. Ja. Wollen wir gleich in die Polizeistation parken oder wollen wir hier vorne parken wieder? Warte, ihr wollt zur Polizeistation? Da können doch wieder Zombies sein. Ja, die kommen eh wieder her. Ich würde uns vielleicht warten? Hier parken, ha? Da kann man. Ich drehe mich einmal. Ah, da kommt ja schon einer. Kann man hier nicht platt fahren? Doch. Da kommt auch einer. Bei Dunkelheit ist das schon gefährlich, Leute. Was wir hier vorhaben. Ja, was du, weißt du, so weit in den Stadt reingefahren bist. Ja, super, was bin ich's wieder? Ja, jetzt ja in der jetzt alle? Fliegt jetzt alle? Da kommen zwei. Ja, renn weg. Also, ich bin dafür, erstmal wieder nach Hause zu fahren. Okay. Gerade erledigt. Beide tot. Ist dein Auto leer? Nein, beide tot. Beide hast Zombies? Hast beide umgefahren oder was? Na, ausgestiegen und abgeknallt mit dem. Achso. Da kann man nur kommen. Wir Angst Hasen. Ja. Ja, wir sind halt Mädels. Wir dürfen abhauen. Nee, nee, nee. Ich haue sowieso nur noch ab. Das ist jetzt mein neuer Hobby. Nur noch abhauen. Schiebst, wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt. Ja, da, dass ich eben nicht so laut bin. Naja, da komme ich ja genau richtig mit meinem lauten Ding. Ja. Also, ausgestiegen. Jetzt muss ich mal pieseln. Von dem Gehobbel, da wird man ja ganz wuschig. So, jetzt schauen wir mal, ob dein Golf und dein Wolfswagen noch da ist. Ja, jetzt warte mal, immer noch mein Auto. Ich bin jetzt bewaffnet. Das ist das Erste. Wie viel habe ich denn drin in meiner Waffe? Ich habe jetzt lang genug hier das Opfer geschickt. 6 von 7 passt. So, wo bist du denn? Ja. Geh vor dein Auto. Hinter dir, aber ich muss mich schnell erholen. Du musst dich erholen? Ach so, hast du abgekippt. Ja, ich bin geschoben. Na, kriegt aber nichts, aber. Dann jetzt schon wieder gemacht. Wie kann man eigentlich das Nachtsichtgerät aktivieren? Boah, da fliegt Sachen. Ja. Noch nie genutzt. Oh, da ist einer. Ja, dann beschützt's mich bitte. Komm, mein Gutscher, komm. Nachtsicht. Für dich habe ich was übrig. Steuerung und N anscheinend. Was Steuerung und N? Kann man Nachtsicht aktivieren? Schauen wir mal. Ich will das Nachtsichtgerät aktivieren. Wo ist denn das? So, wir sollen dich jetzt mal beschützen. Na, bin geht schon. Wie okay. Schleich tut er mit. Darf ich noch schießen? Schleichen? Na, ja. Was willst du schießen? Schleichen war Steuerung T, ne? Mit C, nee. Ne? Ich schleich mich mal ein bisschen her. Entlang. Genau. Ich will gucken, ob der Wolfswagen noch da ist. Ich hab hier schon ein Auto gefunden, wenn das reparierbar ist. Ich hab hier einen. Achtung! Hat schon jemanden auf dem Visier. Schon gesehen, dass der kommt. Ich dich, ne? Ja. Voll, er ist voll reingelaufen. Mit einem Schlag war er hinüber. Der ist voll reingelaufen. Ich meine. Okay, kann man erhobene. Das Auto mal irgendwie durchsuchen? Nee, ich glaube, das Auto ist nicht zum Reparieren geeignet. Ne? Nee, denn der vordere nicht. Der war irgendwo da hinten, war der Wolfswagen. Wer hätte gesagt, dass ein Wolf will? Oder das Einzige, der glaube ich da ist. Der, wo übrig war, ja, da haben bloß 3 Räder gefehlt. Da war, glaube ich, alles drin. Der war hier unten, aber es kann schon sein, dass der respawned hat, dass der nicht mehr da steht. Zum Miron gemeint hat. Na, der stand irgendwo hier rum. Warte, Enter war das, ne? Um den genau zu treffen.
Enter ist da. Warte mal. Ich glaube, die Brutalität ist besser, wenn man ihn verkloppt, als die Pistole zu ziehen. Bewegung. Kampf. Ah, nix drinnen da. Munition überholen. Feuermodus umschalten. Zielmodus. Steuerung und rechte Maustaste. Okay. Atmen anhalten. Also nur Shift und rechte Maustaste. Okay. Und ausprobieren. Du, ich hab eine volle Blase. Sag's doch gleich. Ich kann ja nichts mehr einzahlen. Du kannst nichts mehr einzahlen? Nö, ich wollte gerade Geld einzahlen. Ging nett. Wegen Reichtum geschlossen. Ich hab kein Geld. Könnt ihr mir geben. Vorsichtig. Na, wir können sie auch ein bisschen aufteilen, ne? Hier im Ort, wenn wir wollen. Da müssen wir nicht überall alle gleichzeitig rumstapfen. Schießpulver. Das können wir auch. Ist da. Bleiplatten, ne? Noch nicht. Da hat es wieder so eine tragbare Kocher. Elektro, brauchen wir gar nichts für Elektro. Brauchst du so eine Dingsmaschine, oder? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, Generator oder irgend sowas, der dir Strom macht. Ja. Da, ich schaue jetzt. Achso, nein. Schraubendreher. Metallschrott kann man verkaufen oder was? Den brauchen wir zum Aufrüsten jetzt dann. So, ich fahre, Achtung, ich fahre mir ein kleines Stück in die Stadt noch hoch. Eisenschloss. Und wie das Auto jetzt schieben kann. Was liegt da? Leuchtfackel. Frontschild für Geländemotorrad liegt hier rum. Sollen wir es mal mitnehmen? Wo war denn hier die Werkstatt? Da war doch eine, da war eine. Muss was reparieren? Ja, mich hat er die Waffenteile reparieren. Ja, genau. Da müsste er da nicht drinnen gewesen sein. Dietrich, gefunden. Da stehst du. Da packe ich dir da mal ein bisschen was rein. Was ich jetzt gefunden habe. Ah, das, was offen ist, da war schon drinnen, oder wie? Ja. Warte sie da hinten schon. Da also das, was da wo ich bin, lasse ich auf. Dass man weiß, dass man da schon war. Ich glaube, da hast du schon mitgenommen. Aber wo sind die Fahrzeuge hier? Ah, da vorne ist einer. Komm. Ein was? Oh. Zombie. Ein verderben Käse braucht keiner. Das Messer kann man mitnehmen. Hä? Messer legst bitte schon da hin. Das tust wieder da zurück. Kühlung ist nix. Aber hab ihn schon. Ah, Radio. Radio nehmen wir mal mit, ha? Könnten wir mal so richtig hier durch den Ort laufen, oder? Mal Radio machen, mal gucken. Ob sie musikalisch sind, unsere Kollegen hier. Ob sie Tänzler machen. Ja. Wir laden ein zum Tanz. Schöner Licht hier.
wie kann ich das deppere Nachtsichtgerät einschalten? Ja, muss auf Optionen mal gucken. Auftauchen, abtauchen. So, Waffen. Ich meine, dass sie einige Sachen verkleinert haben. Soll ich die Türen auflassen, wenn ich durchgesucht habe alles? Ja, bitte. Nachtsicht, Zielfernrohr. Fahrzeug. Ja, du bist da, du bist da. War hier jemand im Supermarkt schon? Nö. Ich gehe. Guck mal, ob ich mal ein bisschen Geld finde. Ich guck nur die Garagen immer an. Suche Geld. Ich guck nur Garagen an. Ja, dann Wanderrucksack. Hast du jetzt eigentlich was gefunden, dingsmäßig? Was? Auto noch nicht. Also Werkstatt. Na, aber ich hätte da einen ziemlich großen Rucksack. Ja, also ich brauche keinen mehr, ich meine, ist groß. Der passt, aber wenn wir zur Not ins Auto packen. Ja, ja, ich nehme den. Warte, du brauchst eine Karte doch, ne? Was brauche ich? Als Einzugsgeld zu ein Konto zu errichten, oder? Eine Karte brauchst du, ja. Die aber muss man. Eine Starterkarte hast du eigentlich im Normalfall. Nein, ich bin auch mehrmals tot gegangen. Okay. Hast du es nicht mehr die Starterkarte? Für 100 kannst du, glaube ich, eine kaufen. Den möchte ich ausrüsten. Ah, den rüsten wir aus. Und dann mal den da. Wie soll das mit dem Pin denn gehen? Du kannst schon Pin vergeben, wenn du willst. Für den Pin. Ah, da geht hier rüber. Okay. So, ich habe jetzt einen richtig coolen. Sollte man sich vielleicht aufschreiben. Ein Pin. Brauchst keinen Pin. Brauchst keinen Pin? Brauchst keinen vergeben. Wir sind alleine. Im Normalfall vergibst du nur einen Pin. Aber dann kann ich dich absenden. Doch. Nee, weil ich so ausgebaut. Ja, dann gib einfach eine Nulle. Also dann hast du schon Karten gekauft jetzt, glaube ich. Ja, weil ich jetzt gerade das Geld dafür habe. 265er Rad habe ich hier unten. 265er, ich glaube, ein Rad für einen großen. Großen, gell? Da brauchen wir nicht. Können wir das verkaufen. Und einen Wagen hier. Okay. Ich hätte hier einen Militärhelm. Und eine kugelsichere Weste. Ja. Meine Stichschutzweste ist nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie kann man die reparieren? Ja, da brauchst du einiges. Weil die lässt sich nicht reparieren. Brauchen wir noch ein Klebeband, aber es hat anders funktioniert. Nein, da brauchst du eine Werkbank. Eine Werkbank, ja, schon wieder. Genau deswegen. Wieder er braucht Werkbank, eine Weste. Ja. Beweitung. Wie viel Prozent hat erreicht. Die? Okay. Ja, 80. Ja, pack mal ein. Ich könnte sie austauschen. Ich habe eine Stichschutzweste, nehme ich die mit. Okay. Also wenn man Geld hat, habe ich jetzt wenigstens eine Karte. Bleibt jetzt immer oder wenn ich wieder sterbe, verliere ich sie auch. Na, die glaube ich bleibt immer jetzt. Nee, die verlierst du wieder. Na, die andere jetzt dann nicht. Das Geld hast du auf jeden Fall immer sicher. Du kannst immer wieder eine holen, dann war es so irgendwie. Aber irgendwas war doch, warum du die Karte dann hast, oder nicht? Hast du dann nicht irgendwelche Sondergeschichten dann gehabt? Ich weiß es nicht genau, ob ich meine, dass du sie auch verlierst. Hm. Aber kann es sich auch wieder geändert haben. Okay, das heißt, gut, ihr seid ja nicht schon so oft gestorben wie ich, ne? Nö. Aber wie gesagt, ich hätte da jetzt eine Stichschutzweste und einen Militärhelm. Weste und einen Militärhelm. Hatte ich, glaube ich, auch mal. Ja. Pack's mal rein ins Auto, du. Ja, das packt mal bei uns zu Hause in den Schrank und wenn wir da mal groß auf richtig Tour gehen. Supermarkt ist ausgeplündert. Ich kann gerade kein Geld einzahlen, er sagt nämlich Überweisungslimit überreicht. Ja, manchmal geht es dann nicht. Das stimmt. Bei mir ging es auch nicht. Nein, wir können Regenmantel jetzt anziehen erst.
Unterhände, ja, nehmen wir mit. Zigaretten, die kann man sich hier gut verkaufen. Oh, ich habe Brokkolisamen gefunden. Mitnehmen? Ja. Wir können wohl Schau noch fertig machen. Dann Fetzen. Haben wir die Scheune hier schon durchsucht oder nicht? Da konnte Dings drinnen sein, so Trabaum und so. Sollte mehr stecken können, tut mir leid, bin ich schon lange für. Zack. Okay. Was uns fehlt, ist Knoblauch. Ich habe Brokkoli gerade gefunden. Wir haben nichts mehr für Entzündungen. Ah, für alles, wenn wir mal angesteckt sind. Nicht? Nee. Da ist nichts mehr da. Ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts mehr. Ich hätte immer ein bisschen was auf Vorrat, aber. Bescheid. Okay. Haben wir hier. Oh, ein Messer. Kann ich nehmen? Kannst du so eine Waffe benutzen? Ja. Ich hätte eine echte Schuhe gerade gefunden. Na, du brauchst doch Schuhe. Ja, die brauche ich. Und die Beste. Ja, die sind besser. Jetzt habe ich wieder so wunderschöne Schuhe. Die muss ich jetzt dann gleich sagen. Beifahrer ist jetzt vom Ranger, habe ich. Von na. Sehr schön. Aber. Ein BW-Scheinwerfer links. Jetzt fällt irgendwann bloß noch das Auto. Das ist irgendwie nicht mehr da. Ein Auto steht weiter außerhalb. Ja. Hippie Hose, Happy Hem. Schaut euch mal meine geilen Schuhe an. Was hat's denn? Sieht das andere Auto? Ach da. Kann dein Auto auch beladen? Ja, klar. Ja. Der deins ist ja draußen. Muss ja zu weit laufen. Können es einmal herschieben. Da schaut er die hübschen Schuhe an, Skiffy, ja? Mhm. Später. Das Auto ist nicht mehr da. Jetzt haben sie echt weggespawnt wieder. Hast recht. Das mal hat es dann wohl funktioniert mit dem Spawn, dass unsere da bleiben. Was denn? Unsere Fahrzeuge. Weil der Wolfswagen ist weg. Der ist nicht mehr da, leider. Also Schraubenschlüssel habe ich auch ganz viele gefunden. Ich weiß nicht, ob wir Ankleidung machen brauchen, aber die kann man ja auch zu Lumpen weiterverarbeiten, ne? Ja. Okay, ich kann auch nicht anscheinend haben wir diesen Schutz. Zu viel Enge. Wahrscheinlich zählt das für alle gemeinsam, aber der Nacht ist ja bald. Nein, ich glaube nicht für alle gemeinsam, aber der Tag dauert schon so lang. Dann müsst ihr jetzt bald uns. Ne? Da liegen Schrotflinten, Patronen. Mhm. Was nicht? Hm? Na, wegen am Rumsein. Eine kurze Hose hätte ich und eine Chili hätte ich. Mhm. Kühl, die nehmen wir mit. Einmal hier hergestellt. So. Also ich könnte nachher selber sagen, ob ich Scheiße braucht oder nicht. Ein Messer, was ich habe, nehme ich mal alles so mit, dass wir das dann zum Zerteilen nehmen können. Ich habe ein Küchenmesser dabei. So, der ist aus durchgesucht, der ist durchsucht, dann kann ich ja weitergehen. Also der Volvo ist weg, ja? Der Wolfswagen ist weg, ja. Na gut, ich guck mal weiter, ob ich was anderes finde. Ich guck mal da, wo man ursprünglich das andere Auto gefunden hat, ob es da wieder eine gibt. Hier gibt es auf jeden Fall ganz bestimmt Federn. Ja, Federn, die Scheune habe ich schon durchsucht, das war schon nicht. Organischer Dünger. Nehmen wir gleich mal mit, oder? Mhm. Ja. Wenn wir das machen wollen demnächst, macht das Sinn.
Das müssen wir als nächstes angehen. Im Garten machen. Und Schrott und so sollte man auch ein bisschen einpacken. Flüssigkeit, das wird dran ausbauen. Bin eher dabei. Und Gummistiefel für den Bau hätte ich auch noch. Und Gurkensamen. Ja, ne, weil der Gummistiefel für den Bau. Den schauen sich jetzt sexy hexy aus. Wahrscheinlich. Ne, meine Häschenpantoffeln hast du vorher nicht gesehen. Nee, ich hab sie auch. Aber du hast sie bestimmt eingepackt. Du kannst sie zu Hause in deinem, wenn du ins Bett gehst, kannst du dir dann die Pantoffeln anziehen. So wie es gehört. Zu Hause mit Pantoffeln. Müssen wir mal machen. Jeder kriegt Pantoffeln an die Tür gestellt. Wenn du ins Haus reingehst, dann musst du Pantoffeln anziehen. So richtig, wie es gehört. Eine Schaufel werden wir auch brauchen, oder? Jo. Wir haben ein Holzbrett gerade gefunden. Oh, oh, da ist einer. Ja, unsere Autos, da ist gerade einer gewesen. Ein bisschen aufpassen, wenn es zurückkommt. Okay. Ich bin hier nur das Polizei, wo ich den Ranger mal gefunden habe in der Garage. Gucke ich mal rein. Ne, nichts gespawnt. Ein Geländemotorrad, ein Chassis. Du kriegst leider Einzelteile. Also bei welchen Autos ist jetzt gerade einer gespawnt? Ein Scheinwerfer für Geländemotorrad. Das sind eher die gleichen Autos. Wir können sonst jetzt zusammen basteln bei so einem Motorrad. Oder Einzelteile habe ich gefunden. Aber das macht ja keinen Sinn, das alles mitzuschleifen. So, hier warst du schon drin. Wo? In der Scheune. In der Scheune war ich gerade drinnen, ja. Aber da liegt oben noch eine Schaufel. Mit die? Brauchen wir die? Ja, war schon nicht schlecht. Wo ist so eine doofe Werkbank, beziehungsweise? Also Omas Höhe? Oben liegt die Schaufel. Wo denn hier? Wenn du die Stiege hochgehst auf der Rückseite. Ah, da ist eine, na zum Glück. Jetzt mal nicht so. Ja, da ist eh auf. Wo sind die ganzen Drehmaschinen hin? Gute Frage, ich habe jetzt auch noch keine gefunden. Ich gucke jetzt auch gerade mal da durch. So, ich, da muss man jetzt hauen. Ich glaube, da muss man einen Bauernhof oder sowas finden. Du. Kann mit dem Spaten auch zuschlagen. Ja, kannst. Ich glaube, da brauchst du einen Bauernhof mal. Ich habe noch ein Brett da oben liegen. Kann ich mir mal holen kommen? Liegt nur ans dort. Eins habe ich schon. Liegt noch mal doch, das war's. Ne, da liegt noch eins. Das habe ich gerade gefunden. Okay. Ah, bin gerade da. Häschenpantoffeln. Was da welche? Ja. Naja, dann mitnehmen. Und normale Pantoffeln hätte ich auch noch gefunden. Weiß ich. So, du kommst da rein. Das Vorhängeschloss kommt man da rein. Ich lade einfach irgendwelche Autos von euch. Mhm. Ich gerade finde. Aber schau mal, soll ich die Schraubenschlüssel mitnehmen einfach oder? Ja, aber können wir schauen, dass wir die Bolzen und die Nägel stecken, bitte? Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, hatte ich auch vor. Habe ich den nicht gesteckt? Nee. Oh, Entschuldigung. Keine Ahnung, wer es gemacht hat. Da kann er hier gewesen sein, aber da waren jetzt welche nicht gesteckt. Deswegen auf dem Alles gut. Ich hab ihn gehört. Was, du hast was gehört? Mhm. Ist irgendwo ein Lamm in der Nähe. Ein Schaf, ja. Wie kann man die denn kriegen? Die können auch aggro werden, habe ich schon gelesen. Also ist einer.
bis er bei dir ist, bist du tot. Ja. Noch einen gefunden? Na. Ich würde ja gerne abdrücken. Doch, da ist einer. Hm? Doch, da ist einer. Oh. Erledigt. Wenn man die durchsucht, kann man die Pfeile finden, ne? 0:38. Brauchst nicht durchsuchen, die sind so. Jetzt verlassen wir uns aber lang und weit von der Stadt. So, was haben wir hier? So ein Messer findet man echt mehr als genug. Hier gibt es genügend Obst und Gemüse, Zwiebel. Knoblauch, wäre schön. Ja, da wo es gibt, da müssen wir es auch das geben, oder? Radi habe ich schon gefunden. Zwiebel. Mitnehmen, ne? Ah, die Zwiebel. Nacken sind das. Plastik, auch kochen oder irgendwas, ne? Mit dem Kochen war nicht schlecht. Okay, hier bist du am Durchsuchen, dann gehe ich mal weiter nach Auto suchen. Ja, also wenn man was zum Essen braucht, da hätten wir jetzt, habe ich jetzt einmal ein bisschen genug. Mhm. So, Zwiebeln und Pastinaken. Okay. Zwiebeln sind gut. Ja, das kannst du ja alles roh essen. Das haben wir bei uns ja einmal. Ruga, Leggings. Okay, das ist schön. Nehme ich mit. Faden nehme ich mit. Die Strümpfe. Ein Armierungsschneider habe ich. Oh, brauchen wir den nicht, hast du gesagt. Mit dem kann man doch irgendwas reparieren. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen so einen depperten Schneider. Ja, aber ich weiß nicht mehr für was. Wird zum Schneiden von verstärktem Stahl verwendet. Ah, vielleicht fürs Aufrüsten dann. Ich packe mal ein. Ja. Da. Hier, wenn wir jetzt mal das Auto da runter. Wie kann man die Sachen jetzt alle reparieren? Das gibt es einfach nicht mehr. Wie gesagt, da müssen wir mal auf den Bauernhof fahren. Ja, aber was da machen wir? Da hat sie Teile. Okay, aber das waren doch so Werkstätten, die waren doch meistens auch. Ja, manchmal gab es die in den Orten, aber oftmals auch nicht. Ich glaube, das war. Oh, ich habe eine Zigarette gefunden. Ja, dann lass uns schmecken. Kubanische Zigarette. Lass doch schmecken. Eine Zigarre oder was? Ist das erste Mal? Ja, ja, okay. Ich muss mal gucken, mit was ich besser zuschlagen kann. Wo ist da einer? Mal rechts schon. So, Haus ist auch durchsucht. Kann auch sein, dass ich noch was übersehen hatte. Aber meistens sind die durch. Das ist bei mir jetzt schon wieder. Ach, da oben ist der. Leeren Magen, verdammt. Essen. Werden wir alles essen. Und als Nachspeise zur Pastinake gibt es eine Zwiebel. Das war ein Doppel. Ist über den Zaun geflogen und hat sich als erstes gleich mal verletzt. Wer hat sich denn verletzt? Hier, der Zombie. Das war so ein Held. Der hat jetzt nicht wirklich so schlau gehandelt. Ja, vielleicht könnte ich meinen Pfeil wiederholen. So. Ja, aber kein Auto hier. Oh. Nicht schön. Alle Garagen durchsucht, nichts gibt's, nichts ist da. Schade eigentlich. Eine Truckerjacke, na, ich mag schon meine angucken. Also wir können auch nachher Feierabend Bier trinken, ne? Ja, hab ich ja schon einiges gefunden. Bier habt ihr gefunden, ja super. Viel Spaß. Ja,
Mach ich muss jetzt wieder mein Auto leer, mein Inventar gleich leeren. Brauchen wir ja Ohrstöpsel, nimm es einfach mit, weil es ja wurscht ist. Okay, da kann ich brauchen nicht. Wir mal eine starke Wumme haben oder sowas, kann man die, glaube ich, brauchen. Echt? Ja, weil sonst kriegst du Ohrenprobleme mit so. Bei den Schießübungen oder was? Ja, genau. Dann sei es ja dann Ohrenschmerzen mit, kriegst. Aber ich habe eine Gewürzmischung fürs nächste Kochen gefunden. Oh. Mal wieder ein Esel vorbeikommt. Mhm. Ja, der hat gut passt, der Esel. Der war cool, ja. War echt cool. Ein Kohlesack habe ich gefunden. Mal grillen, Grillparty machen. Echt? Ich glaube, gibt's nicht. Aber wir haben jetzt so auf einen Hieb mal eingefallen. Mhm. Eine Truckerjacke? Habe ich auch schon. Hast du eine? Habe ich auch schon gefunden. So, nimm dein Päckchen Cola und ein hier. Aber jetzt müssen wir dann wirklich schauen, dass wir mal das aussortieren, weil dann müssen wir uns auch mal Zeit nehmen. Ja, und wie gesagt, nochmal eine Kiste, dann eine Verkaufskiste oder sowas machen. Mhm. Dann müssen wir mal zum Shop. Also, ich habe hier eine Herdkochplattform gefunden und sonst was. Kann ich nur nicht transportieren. Herdplattform, ja. Was hat's denn jetzt? Ist das Klo oder was? Na dann mach. So, dann komme ich jetzt mal eben in den Laden. Ich bin wieder voll mit meinem Inventar. Mann, wo gehen wir als nächstes hin? Bastard. Range of Harvest. Ich würde mal nochmal die Bauernhöfe durchsuchen. Ja, okay, das können wir dann am Weg machen zum Shop, oder? Ja, wohl die rechts hochgehen, weißt du, wo da der Berg aufgehen, die hätte ich gerne mal nochmal angeguckt, weil das sind oft Fahrzeuge. Okay. Ja, mir egal. Ich weiß aber wir nicht. Können auch, da gibt es ja auch noch Orte, aber. Auto sieht auch schon ziemlich voll aus. Ist ja schon langsam voll. Mhm. Ich will mal die Telefone immer mitnehmen. Wollhandschuhe. Aber ich werde jetzt auch nicht mehr so lang machen, Leute. Nee. Das hat ja schon bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich rausgekommen bin, bis ich reingekommen bin. Oh, Puderzucker. Ein Schleifstein habe ich gefunden. Ja, das ist sehr gut. Der ist wichtig. Ja, brauchen wir schon alleine für die Messer. Schleifstein. Wenn wir Messer schleifen wollen, dann brauchen wir das. Und Federn. Prüfe 0%. Gibt es alles da nicht mehr, das ist alles weg. Ja, vielleicht haben sie da ein bisschen was gemacht. Das Auto ist auch sowieso ständig dieses Problem, glaube ich. Ich glaube, dass unsere Autos geblieben sind diesmal. Mhm. War jemand in der Apotheke? Nein. Noch nicht. Ach du nee. Dann mache ich das jetzt noch. Okay, noch mal in die Apotheke. Und eine Autobatterie habe ich gefunden. Die ist voll? Ja. Na, 47%. Na, das ist super. Die nimmst du mal mit, das ist gut. Wenn wir ein Auto finden. Okay. Ist leer. Bei der Polizeipräsidium sollten wir wegbleiben, ne? Ja, jetzt gehen wir mal. Abdose rein. Feuerrot. Das kann man da Feuerrot einfärben. Du kannst dein Auto färben. Ah. Du kannst dein Auto umgedönseln. Ah, ein Notverbandskasten. Ach so, du bist hier. Okay, Entschuldigung, ich bin weg. Oh, ich bin ja voll. Rappelvoll. War schon mal Platz. Soll ich hier ausräumen? Da steht mein Auto. Oh, da müssen wir beim nächsten Mal schon wieder ausreimen. Hm? Mhm. Hoffen wir, dass die Autos nicht da sind.
Zweimal waren sie jetzt ja da. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, ich muss essen. Teepackung gefunden. Sehr cool. Reitschauer. Die Kühlschränke sind beide leer, schade. Mann, Kühlschrank ist nie was drin. Finde ich frech von euch. Toilette? Ja, Kühlschrank ist nie was drin, das stimmt. Da ist nichts mehr drin. Autofahrerhandschuhe. Braucht man Autofahrerhandschuhe? Nein, ich hab's dafür Handschuhe gerade mitgenommen. Ich hab ja auch noch. Aha. Ja, ich mache jetzt die noch und fahre ich zurück. Ja, ich bleib da. Nee, das sind wieder alle da. Das nächste Mal. Ah, Antibiotika. Gefunden. Okay, Schiffe, kommst du dann auch mit? Hm? Kommst du dann auch mit? Ja. Aber hier ist ja nichts, was ich finden kann. Mhm. Brauch ich immer eine Gehhilfe? Ja, ich bin sehr gehilflich, bürftig. Ich hätte will ja noch eben das Haus hier durchsuchen, dann komme ich. Mhm. Batterien. 82%. Und unser Shirt mitnehmen. Was ist da noch? Oh, ein süßer Hund. Will ich mitnehmen. Trainingshose. Ja, was haben wir hier? Hier ist nichts. Der ist auch der. Auch näher. So schlecht aus, gar nicht. Der ist bei dir. Limonade. Blöder Kühlschrank ist sowieso leer. Herd kann man nicht durchsuchen. Also Küchenmesser können wir uns jetzt totschlagen mit. Ich habe einen Kochtopf gefunden. Nehmen wir den auch mit? Ich glaube, da war schon ein paar, aber... Ja. Okay, dann... Ja... Ich glaube, die findet man sogar sehr häufig. Okay, dann... Kochtöpfe. Bis jetzt brauchen wir noch gar keine Kochtöpfe. Los, Giffi. Ich muss jetzt dann fahren. Ich habe ein Röckchen gefunden. Matsch noch, bevor du fährst, weil du warst laut. Ja, deswegen. Ach du Scheiße, jetzt bist du rot. So, cool, aber ja. Ich komm jetzt. Wo kommst du hin? Zu meinem kann Auto. Ich einsteigen. Warte. Mag mich nicht jetzt das Auto von dir. Jetzt kannst du einsteigen. Ja, wenn ich davor stehe. Und kurz immer schnell essen. So. Können wir? Warte noch. Ich bin gerade verfressen. Ach, schnell umgefärbt. Ist ja rot. Ja. Ja, cool. Du, ich kann ja nicht. Ich brauche ja nicht fahren. Ich dachte, du hast einen Wolfswagen gefunden. Machen wir die Tür zu dann. Alles geht ja automatisch durch. Ja. Jetzt haben wir sie gelockt. Jetzt kommen sie alle angepäst. Wie geht's nach Hause? Dann fährst du auch so in echten Leben? Ja, da! Was hast du? Jetzt ist weggerannt. Was hast du gesucht? Nur ein Esel oder was? Na, das Giffi, komm mit. Da ist. Jetzt Giffi, da musst du mir Schutz geben. Mit Waffe oder ohne Waffe? Ach, verdammt. Nicht geschafft. So. Jetzt da muss hast du den weg. Ja, schnell. Also brauchst du Hilfe? Brauchst du noch mehr Hilfe?
Nee. So, sehr schnell einsteigen. Da war gerade ein Ziegenbock, deswegen. Los. Ich hab mir gedacht, vielleicht der Vision, oder was? Warte mal. Vielleicht sehen wir nochmal. Der ist irgendwo da hingerannt. Da drüben. Na. Da drüben steht er. Siehst du das Vieh da? Ja. Warte, pass auf, ich probier's nochmal. Das hat sich gerade hingelegt. Gibst du mir nochmal Schutz? Mhm. Mhm. Jetzt ist er schön. Jetzt habe ich es erwischt. Einsteigen. Jetzt fahren wir schnell. Holst du den jetzt? Ja. Wir haben wieder Fleisch, wir haben wieder Fleisch. Cool. Wo ist das, da noch einer liegt? Was? Wo liegt nur einer? Oder was liegt da? Der ist nur ein Stumpf. Aber den so ändern, ne? Haut. Du Mörder! Mhm. Du kannst ja gern nur vegan ernähren. Nee. So, auf geht's. So. Mir reicht die vegane Nahrung. Jetzt muss ich pinkeln. Pinkel doch. Hast du jetzt genau eingepackt den dummen, das Tier? Was ist? Ja. Gut, dass man das nicht sieht. Haben wir ausgeschaut, glaube ich, oder? Mhm. So. Haben wir wenigstens Fleisch. Das ist doch super. Da kann man ja schon wieder weiterkochen. Da gibt es einen kleinen See. Ich habe einen kleinen See gefunden. Echt? Wo ist der denn? Komm ich da drüber? Weiß ich nicht. Na, lieber nicht. Kannst du vielleicht über den See? Nein. Weil ich vielleicht da nicht so schnell rundum und umfahren. Ha? Kommst du heute noch nach Hause oder? Ich hoffe. Stunden später. Wir fahren jetzt einfach da entlang. Das ist, wenn du diesen Fluss entlang gehen würdest, würdest du zu diesem See kommen. Ja, okay. Weißt du, wo wir jetzt das Trinken aufgeführt haben? Schau, es geht für mich, sind ja schon da. Oh, er hat es endlich geschafft, die Straße zu finden. Ich bin immer auf der Suche nach Nahrung. Lieber später als nie. Ich hab dafür das Auto ausgeräumt. Schon mal. Nee, das geht. So, wer will kochen? Niemand. Nächstes Mal. Okay. Kann man dann also ganzes tragen, ne? Muss ich jetzt zerlegen gleich mal. Ich schmeiß gerade alles, was ich so finde hier. Noch schnell aus dem Auto raus. Jetzt legen und dann noch gleich in den Schrank. Boah. Bitte, Bräuler. Ich habe in meinem Auto die Federn reingelegt. Ja, ich glaube, dass die bei mir waren. Ich habe einige Federn da. Eine da. Hast du mal schauen, Skiffy? Also das Auto ist schon leer. Gut, dann kommen wir jetzt den Pitch. Ja, hab's leer gemacht. Den Kopf ist mir wurscht. Oder irgendwo noch am Platz, ne? Maske, sanfte Grüße. Okay.
So, was haben wir denn hier? Er hat hier eine Akku 74. Achso, die Waffen wolltest du reparieren lassen, ne? Genau, die wollte man mal lassen mit drinnen. Das passt nicht mehr in den Kühlschrank. Du kriegst auch nicht. Muss man das auslegen, die Schenkel oder was? Ja, kriegst nicht alles rein. Manche sind auch gar nicht, die muss man gar nicht kühlen, manche Dinge. Deswegen gehen die gar nicht rein. Ist mir auch schon aufgefallen. Aber wir haben zwei Kühlschränke. Vielleicht passt sie in den anderen rein. Nee, ich glaube eher, dass sie die eine passen tut sie, aber die Schenkel kann man halt einfach. Großer Tierknochen, keine Ahnung, der passt da nicht rein. Lass mal einfach mal da. Na, du musst das einfach zlegen, das ist das Problem. Mhm. Mein Messer ist auch schon bereit. Sehr schön, alles aufgeräumt. Du schon alles aufgeräumt? Ich hab's aufgeräumt mit 6. Nein, ich glaube nicht. Aber wir müssen jetzt dann langsam mal schauen. Kannst du das Fleisch noch hochbringen? Da müssen wir uns unten liegen. Neben dem Auto. Ah, das Ei, das da mal raus. Da ist Pfeffer. Wo war's? In der Kiste warst du. Hab ich ja gesagt, in der Kiste. Die da vorgestanden ist, oder? Ja, da habe ich aber nicht reingeguckt. Die habe ich ja gemeint, die Verkaufskiste. Da habe ich nicht reingeguckt. Ich habe in die anderen Dinge reingeguckt, da war es nicht drin. Jetzt war es das. Jetzt habe ich es in den Apothekerschrank mal rein. Das ist unser Futterschrank erstmal auch. Hast du es auch mal? Jetzt wäre das Fleisch, aufgebracht. Nicht, Apothekerschrank, Apothekerschrank. Was hast du denn da reingeschmissen? Wir brauchen irgendwann nochmal einen Schrank für Essen und Trinken. Das wo. So Pantoffeln? Ein Kleider bauen wir auch was. Also Ziegentor, also kann man mit dem was machen? Belegen, ja. Belegen, aber ich glaube, sonst frisst die jetzt nicht was. Mhm. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass ich sonst nur 4 Stückchen Fleisch aus einer Ziege rauskriege. Oh, doch, den musst du jetzt legen, gell? Ja, ich glaube, dann kommt Steak und so raus. Ja. Einiges nämlich, weil sonst war das nämlich ein Wahnsinn gewesen. Hast du diesen Ziegentor so auch zerlegt gehabt? Den Esel, ja. Den Eseltor so. Habe ich komplett zerlegt. Okay. Das liegt das jetzt alles im Schrank. Aha. Aber das Fett, das können wir ja nicht hernehmen, hast du gesagt, glaube ich, gehört zum Harzen. Ja, zum Einheizen. In Batterien reingetan. Wo? Ah, hier. Ah, den kann man nicht stecken. Schade. Was kann man erst stecken? Ich hab wieder Hunger, das gibt's ja nicht. Sag mal. Da will ich das ganze Gemüse, was ich gerade gefunden habe, auch nicht angefuttert. Du bist einer. Dann sage ich noch, ich habe Essen für euch und dann. Ist selber weg. Ich wusste ja nicht, dass man damit auch Waffen machen kann mit diesem Ding. Aber ist in Ordnung, weiß ich Bescheid. Oder mit den Dosen. Ja. Jetzt ist immer einiges an Salat. Passt ja gut. Aber Leute, während ich esse. Ja, und hier brauchen wir noch 12 Brettler fürs nächste Mal. Da habe ich 2 weitere Schränke jetzt gebaut. Da können wir dann noch ein bisschen mehr aufteilen, weil das geht so nicht weiter. Schön Chaos. Da kriegen immer mehr Zeugs, dann müssen wir gar wohin damit. Ja, aber du sagst das, meine lieben Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken euch. Nein, nicht wir bedanken euch, sondern wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wir danken euch. Lasst
wenn ihr es auf YouTube anschaut, schön, dass ihr hier auch reinschaut. Lasst ein Mönchchen da. Guckt nächste Woche Montag wieder rein, wenn wir hier wieder weiter wursteln ins Gamm. Ich glaube, wir haben jetzt schon die 10. Folge gemacht. Unglaublich, aber wahr. Und ja, uns macht es weiter in Laune. Machen wir jetzt einen roten. Ein rotes Fahrzeug. Irgendwann muss ich mal auch noch umwursteln. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen auch noch mal Richtung nächste Woche, denke ich mal, dass wir vielleicht mal Richtung Händler fahren. Vielleicht machen wir mal ein paar Verkaufsboxen oder sowas. Da fahren wir mal in die Richtung. Gibt es auch ein paar Städte zum Angucken. Vielleicht finden wir noch mal für die Scarlett dann auch noch mal ein Fahrzeug, dass wir ein bisschen aufrüsten können. Dass wir mit 3 Fahrzeugen hier durch die Gegend kutschieren können. Und mitnehmen. So sieht's aus. Ja. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich sag tschüss. Jo, Leute, in diesem Sinne sagen wir natürlich alle tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.